ich war ziemlich fassungslos, ganz ehrlich gesagt, und zutiefst bewegt und habe halt gehofft, dass ich nicht zu weinen beginne. Naja, ich komme ja vom liberalen Forum und für mich ist es überhaupt noch einmal eine ganz andere Geschichte, denn heute ist ein historischer Moment. Es ist mir gelungen, das liberale Forum wieder ins Parlament zu bringen, nach 14 Jahren. Und das ist etwas, was mir das Leben als Aufgabe gestellt hat und ich habe es tatsächlich erfüllen dürfen. Und dafür bin ich sehr dankbar und es füllt mich auch mit wirklich großer Demut. Naja, wir werden so etwas sein wie eine Sauerstoffration für das Parlament und auch für die Republik. Das ist unser Auftrag und den werden wir erfüllen. Wir brauchen Reformen in ganz wichtigen Bereichen und das ist eine große Kraftaufgabe, aber mit der Power, die Sie auch hier spüren und mit dem, was hinter uns steht, wird uns das gelingen. Es muss die Bildungsreform zumindest im großen Rahmen stehen und es muss die Pensionsreform im großen Rahmen stehen, soweit es uns möglich sein wird, auch einer Regierungsbeteiligung tatsächlich dazuzugehören. Wenn nicht, dann müssen wir entsprechende Oppositionsarbeit machen und die regierenden Parteien so weit bringen, dass sie diese Reformen auch angehen. Na, das ist ja das nächste Phänomen. Ja? Von wegen, ich habe auch immer gesagt, es gibt keine Politikverdrossenheit, es gibt vielleicht eine Politikerinnenverdrossenheit. Und diese Menschen hier sind der lebende Beweis. Wir haben Hunderte, Tausende von Menschen, die den ganzen Sommer durchgearbeitet haben für eine politische Bewegung. Das muss man sich mal vorstellen. Und das ist tatsächlich von einem Erfolg gekrönt und ich bin für diese Menschen noch viel glücklicher als für mich selbst. Na, sehr viel, natürlich. Ich meine, man lernt über sich selbst natürlich in einem Wahlkampf am Ende des Tages am allermeisten. Wie geht man mit Druck um? Wie geht man mit neuen Situationen um? Wie geht man mit Situationen um, in denen man definitiv noch nie gewesen ist? Aber wir haben das auf einer sehr freundschaftlichen und respektvollen Basis alles gelöst, was so an Problemen tagtäglich mehrmals hereinkommt.